So, jetzt kann man hier von dieser Seite auch etwas rüber gucken. Das macht er jetzt auch, hat aber in dem Moment nicht aufgepasst und kriegt von der ES-8 gleich eine mit. Das ist natürlich schon mal gleich ärgerlich. Konnte selber der ES in der Mitte eine drücken, aber ich glaube, das ist trotzdem sehr ärgerlich. So, jetzt kann er die ES-8 aber nochmal eine zurückgeben und wenn er Glück hat, trifft die ES-8 ihn jetzt nicht. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu WoT Replays hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wir haben einen Replay eingeschickt bekommen von Buddy Holy mit seinem Conqueror. Ja, der Conqueror haben wir bis jetzt noch nicht gezeigt. Ist ein Tier 9 Heavy Tank der Breachen. Hat eine ziemlich genaue Gun und auch eine ziemlich starke Gun. Ich glaube, da können wir auch mal kurz hier auf den Durchschlag gehen. Also 259 Durchschlagskraft ist für einen 9er Heavy richtig stark. Schaden 400, 120 mm Kanone und ja, ihr kennt's bei uns im Replays, lesen wir doch natürlich auch die Top-Tiers vor und da haben wir bei ihm im Team den Amix 50, 120, dann er selber mit dem Conqueror, dann haben wir noch einen VK4502B, einen Waffenträger auf Panzer 4. Auf der gegnerischen Seite haben wir ein IS-8, ein Centurion 7-1, ein T-54E1 und ein T-95. Selbstfahrerfetten gibt es auch jeweils einer auf jeder Seite. Bei ihm im Team der FV-207, auf der gegnerischen Seite der M40, M43 der Amerikaner. Wir spielen hier auf Kloster. Ja, eine Map, die ja, hier in der Mitte eine kleine italienische ja, Städtchen hat. Hier ist meistens Medium und Light Tank, also Scout-Gebiet. Sehen wir auch hier, das reiht sich hier wieder so ein. Hier die linke Seite, diese linke Schlucht, die sich in so zwei Schluchten einteilt, wird meistens von Heavys und TDs befahren. Dasselbe auch auf dieser, ja, auf dieser Flussstraße. Jetzt gucken wir mal, wie sich entwickelt. Viele stehen hier noch relativ defensiv bei ihm im Team. Und Erb hier steht es aber gleich mal vor. Klar, als Heavy Top Tier, da darf man auch mal etwas nach vorne gehen. Und da gucken wir einfach mal, was da so passiert. So, jetzt kann man hier von dieser Seite auch etwas rüber gucken. Das macht er jetzt auch, hat aber in dem Moment nicht aufgepasst und kriegt von der ES-8 gleich eine mit. Das ist natürlich schon mal gleich ärgerlich. Konnte selber der ES in der Mitte eine drücken, aber ich glaube, das ist trotzdem sehr ärgerlich. So, jetzt kann er die ES-8 aber nochmal eine zurückgeben und wenn er Glück hat, trifft die ES-8 ihn jetzt nicht. Und dann ist er erfolgreich gerecht. Ja, sie prallt ab, aber er trifft ihn leider auch nicht nochmal. Aufpassen muss er jetzt auch hier hinten, kommt eine ES-3. Da muss er hoffen, dass der T-34 seinen Job gut macht. Da sind wir mal gespannt. Ja, Anfang des Matches, Scout auf der einen Seite schon gestorben, auf der gegnerischen Seite die Su-152. Ja, und jetzt merkt unser Buddy Holy hier, ja, die ES-3 steht ziemlich offensiv und merkt nicht, dass er hier dreht. Trackt sie und nimmt gleich auch noch entsprechend Hitpoints weg. Jetzt muss er nur halt aufpassen, dass die ES-8 nicht zu schnell ranrückt. Aber ja, die braucht auch ein bisschen, um das zu realisieren, dass unser Buddy Holy jetzt hier auf eine andere Seite geht. Jetzt versucht er auch den T-34 zu tracken und zu treffen und es funktioniert auch wunderbar. Jetzt mittlerweile kommt die ES-2 noch zu Hilfe. Jetzt bin ich mal gespannt. Die ES-8 ist ja auch auf dem Weg und da kommt sie auch schon. Jawohl, und da kann er seitlich schön eine mitgeben. Versucht jetzt hier ein bisschen anzuwinkeln, klappt aber allerdings leider nicht gegen die ES-8. Mal gucken. So, jetzt aber nochmal und jetzt sehen wir, jetzt ist hier richtig was los. Der T-34 auf seiner Seite ist gestorben. Jetzt hat er echt ein Problem. Vor allem kommt jetzt hier noch ein T-34 von hinten. Also jetzt wird es echt kritisch. Ja, schießt einmal, trifft aber nicht, glaube ich. Hat nichts getroffen, ging, glaube ich, in den Boden. Jetzt muss er, wie gesagt, aufpassen. Wenn der T-34 von hinten rankommt, dann hat er ein kleines Problem. So, da kommt er auch schon. Oh, kann ihn tracken, aber leider nicht Schaden machen. Der T-34 prallt zum Glück ab. Jetzt ist natürlich jeder Hitpoint, den er hat, überlebenswichtig. So, kann nochmal beim T-34 Schaden machen. Die rücken nicht vor, die ES-2 haltet die anscheinend sehr gut auf. So, der T-34 kommt erneut nicht durch und kann, er selber kann aber die T-34 rausnehmen. Und hier oben, die sind nicht weiter vorgerückt, die sind tatsächlich aus Angst der ES-2 nicht weiter vorgefahren. Das ist natürlich sehr dumm von den Gegnern. Die hätten jetzt einfach durchbrechen müssen. Die hatten hier die absolute Überzahl.
ja, zwei Top-Tier-9er mit am Start. Also, verstehe ich nicht. Aber mal gucken, wie sich es jetzt noch entwickelt. Es ist natürlich immer noch eine Übermacht. Ich kann da jetzt die Irsacht rausnehmen und das macht er auch. Wunderbar. KV-13. Gut, 183 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Wäre schlimmer gewesen, wenn jetzt da jemand anders getroffen hätte. Gut beraten ist er jetzt. Unser Buddy Hole, wenn er natürlich ein bisschen abwartet. Die Gegner werden schon noch kommen. So wie der KV-13, der jetzt aber erstmal von der IS-2 eine mitbekommt. Ja, aktuell steht es 10 zu 6. Also das andere Team von ihm hat hier ziemlich gut gerockt. Von dem her läuft es ganz gut. 3514 Schaden hat er gemacht. 3 Kills mittlerweile schon. Hat gerade eben ja den KV-13 rausgenommen. Und jetzt müsste hier noch der Centurion 7... jetzt verspreche ich mich. Der Centurion 7-1 müsste da noch stehen. Aber der hat ja, glaube ich, so groß noch gar keinen Schaden gefressen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob man den noch rausnehmen kann. Aber irgendwie ist er vom Erdboden verschluckt. Das ist komisch. Wahrscheinlich einmal außen rumgefahren und befindet sich auf dieser Linie. Jawohl, da kommt er schon von hinten. Und er schießt erstmal auf den WZ. Und somit kann jetzt unser Buddy Holy erstmal den Centurion seitlich einwirken. Ja. Der Centurion nimmt jetzt den WZ weg. Ja, und jetzt ist es ein One-on-One. Und jetzt gucken wir mal, wer gewinnt. Der Medium oder der Heavy. Jetzt gab es hier noch ein kleines RAM-Duell. Ja, momentan sieht es sehr gut aus vor unserem Buddy Holly. Aber jetzt muss er ihn natürlich rausnehmen, sonst hat er ein Problem. Ja, das macht er auch wunderbar. Nimmt ihn raus. 4 Kills. 4998 Schaden gemacht. Und ich würde sagen, da hat er sehr, sehr gut durchgehalten. Natürlich auch etwas Glück gehabt, dass die Gegner da nicht so durchgepusht sind. Und der T34 entsprechend auch keinen Schaden in den Momenten gemacht hat. Aber ansonsten eine sehr, sehr gute Runde bis jetzt. Kann man sich ja nicht beschweren. 5000 Schaden nimmt man immer gerne mit. Auf der Tier 9 Stufe auf jeden Fall als Heavy. Sehr, sehr schön. So, ja, übrig geblieben ist es noch ein T95 und ein T28 Prototype. Die werden jetzt aber wahrscheinlich auch nicht mehr die allzu große Gefahr sein. Ich meine, der T95 ist zwar hart gepanzert und hat noch relativ viel Health, wie wir sehen, aber ihr seht auch, sein Team hat hier noch einen VK4502B, der auch noch ordentlich Health mit dabei hat. Und den muss man auch erstmal knacken, das muss man auch mal so dazu sagen. Also von dem her sollte die Runde, denke ich, in trockenen Tüchern sein, sollte gewonnen sein. Natürlich wird jetzt unser Buddy Holly nicht davor zurückschrecken, da auch nochmal hinzufahren und vielleicht nochmal den entscheidenden Kill oder vielleicht sogar noch entscheidenden Schaden zu machen. Immerhin ist theoretisch auch noch die Kriegermedaille möglich. Vielleicht hat er ja das Glück und das perfekte Timing, um entsprechend die Kriegermedaille zu holen. Der T95 sieht er nun seitlich, könnte er ihn jetzt wegnehmen. Jawohl, macht er, macht nochmal 97 Schaden, er nimmt ihn raus. Und somit 5 Kills. Und jetzt bleibt noch der T28 Prototype, der sich aber jetzt hier ganz im Süden befindet. Und dann denke ich mal, da wird er jetzt nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. 749 Hitpoints hat er ganz, hat der T28 Prototype noch. Ja, von hier kann er ihn nicht treffen, kann er ihn nicht sehen. Ja, und da geht er auch weg. Wie schon gesagt, wird er wahrscheinlich ja nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Dennoch eine sehr gute Runde von unserem Buddy Holy. 5 Kills, ganz knapp am Krieger vorbei. Und ja, hat seinen Mann gestanden da rechts. Und hat er natürlich auch profitiert von etwas Time Luck. Was sage ich, Time Luck? Ein bisschen Luck halt einfach, dass die Gegner nicht durchgeprescht sind. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr starke Runde. Sehen wir hier auch. Hat den Panzer gemeistert, hat den Großkaliber geholt. Und ja, schauen wir uns das gleich im Teamscore an. Da gibt es einfach die bessere Übersicht. Und da sehen wir auch, 1410 Erfahrungen hat er gekriegt. So viel hat gar keiner hier auch nur ansatzweise gemacht. Die IS-2 hat auch sehr gut gespielt auf seiner Seite. Hat auch 1109 Erfahrungen gekriegt. Das ist auch nicht schlecht. Eben hier die 5095 Schaden hat er gemacht. Da ist auch keiner nur ansatzweise so stark. Der stärkste oder der dann nach der stärkste ist der VK4502P in seinem Team mit 2900 Schaden. Und dann eben die IS-2 mit 2800. Beim gegnerischen Team der stärkste Spieler war der T95 mit 2560 und das geht auf jeden Fall besser. Also von dem her, Buddy Holy, eine sehr, sehr gute Runde, würde ich sagen. Gegnerisches Team hat jetzt nicht so geglänzt, sein Team hat eigentlich ganz ordentlich gespielt und er hat natürlich auch sehr, sehr gut gespielt. Ja, schauen wir das Ganze mal detailliert an und da sehen wir, er selber hat 20 Schüsse abgegeben, 17 Treffer gemacht, 16 Mal ist penetriert, hat einen Schaden von 5095 hingekriegt, hatte selber 7
Treffer erhalten, 6 sind davon durchgegangen, einer davon nicht. Hat 840 Schaden durch seine Rüstung, seine Armor geblockt, hat selber 2 Gegner gespottet, 7 beschädigt, 5 zerstört, hat 1455 Schaden durch Spielerunterstützung gemacht und beziehungsweise durch Aufklärung. Und selber ist er 2,36 Kilometer gefahren, hat 102.644 Credits eingespielt, genau. Und abzüglich Reparatur, Munition und Zusatzgüter hat er einen Gewinn am Schluss gemacht von 63.914. Hat dank Premium-Account 2.115 Erfahrung eingespielt, das Ganze zweifach wegen ersten Sieg des Tages. Somit hat er 4.230 Erfahrung eingespielt mit dem Match. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben, ist auf jeden Fall top. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Replay. Tut mir leid, dass ich ein bisschen so neben der Spur war, mich ein paar Mal versprochen habe, aber sowas gibt's halt mal, bin auch nur ein Mensch. Ja, tolle Runde auf jeden Fall, kommt natürlich auch mit in den Pool hier für diesen Monat, wie jedes Replay diesen Monat für Replay des Monats. Und ja, wenn ihr es richtig ausgerechnet habt, gibt's eigentlich jetzt nur noch ein Replay für diesen Monat Oktober. Da dürfen wir mal gespannt sein und dann haben wir alle Replays gezeigt für den Oktober. Herausforderungs-Replay von uns ist ja auch schon mitten des Monats rausgekommen. Ja, das wird auch sehr, sehr spannend, wer dann am Ende gewinnt. Aber dazu gibt es dann weitere Informationen im nächsten Video, beziehungsweise dann im Video, wenn ihr dann auch abstimmen dürft. So, meine lieben Freunde, das war es jetzt aber für dieses Replay. Wenn es euch gefallen hat, gebt auch gerne ein Däumchen nach oben. Könnt ihr natürlich auch eure Meinung dazu schreiben, was ihr von der Runde haltet, ob ihr da an irgendeiner Stelle ja, was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Meiner Meinung nach dazu war das eine sehr solide Runde, war eine sehr gute Runde, war auf jeden Fall Panzer gemeistert und ich denke mal, das zeugt doch einfach schon mal davon, wie stark die Runde war. Ich meine, 5000 Schaden mit dem 9er Heavy, das muss man erstmal hinkriegen. Also, das war's jetzt. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Replay. Ciao, ciao.